Und unser Blick geht in die Vereinigten Staaten. Ein 69-jähriger jüdischer Mann, der wurde in Los Angeles getötet, nachdem ein israelfeindlicher Demonstrant ihn offenbar mit einem Megafon auf den Kopf geschlagen haben soll. Die dortigen Behörden untersuchen nun diesen Fall. Eine Autopsie, die ergab, dass der Mann an einer Kopfverletzung durch stumpfe Gewalteinwirkung verstorben ist und dass es sich dabei um ein Tötungsdelikt handelt. Zu einer Festnahme kam es bisher nicht. Die Jewish Federation of Greater Los Angeles sagte, der Mann sei Jude und soll von einem pro-palästinensischen Demonstranten angegriffen worden sein. Und damit nach New York zu unserem US-Korrespondenten Michael Wöhnweber. Michael, wenige Informationen, die man inzwischen hat. Was weißt du mehr über diesen Vorfall? Also eigentlich nicht viel. Das Grobe hast du schon beschrieben. Aber wie es zu dieser Auseinandersetzung gekommen ist zwischen diesen beiden, also diesem pro-palästinensischen Demonstranten und dem 69-jährigen pro-Israel-Demonstranten, das wissen wir so genau nicht. Nun soll er mit einem Megafon geschlagen worden sein, das berichten zumindest Zeugen, und dann wohl hingefallen sein, auf dem Hinterkopf aufgeschlagen sein. Und was jetzt ursächlich ist tatsächlich für diese tödliche Verletzung, ob es der Schlag durch das Megafon war oder durch das Hinfallen, das wissen wir nicht. Es soll eine Pressekonferenz geben im Übrigen morgen früh, Los Angeles Time, um dann weitere Details vielleicht in Erfahrung zu bringen. Das ist also tatsächlich nicht viel. Die jüdische Gemeinde in Los Angeles, sie hat dazu aufgerufen, jetzt nicht irgendwie sich in Spekulationen zu ergehen. Aber natürlich wächst jetzt auch wieder die Angst in der israelischen Bevölkerung. Das sind natürlich genau die Ereignisse, solche Delikte, tödliche Delikte, die dazu führen, natürlich zu weiterer tiefen Verunsicherung. Und dementsprechend untersucht ja die Polizei auch jetzt wegen eines Hassverbrechens diesen Vorfall. Und das wird man sehen müssen, wie es sich dann tatsächlich am Ende ergibt. Also nicht viel. Es könnte auch sein, natürlich, dass beide sich aufgeheizt haben in dieser Auseinandersetzung, zu der wir halt am Ende noch nicht viel wissen, und es dann vielleicht einfach dann ein Unfall kann man vielleicht nicht formulieren, aber vielleicht dann doch nicht Absicht am Ende gewesen ist, dass es dazu gekommen ist. Michael, nun sprichst du die Angst in der jüdischen Community bereits an. Wie groß ist denn der Antisemitismus in den USA? Naja, wir haben einfach frische Zahlen von der Anti-Defamation League, die sagen, dass antisemitische Vorfälle um 400% seit Anfang Oktober gestiegen sind. Also offensichtlich gibt es immer mehr Fälle, wo Juden angefeindet werden. Und wir sehen das zum Beispiel auch an vielen Universitäten, wo viele Studenten auch pro-palästinensisch sind und dort auf die Straße gehen, auf den Campus. Es gab Drohungen von Mitstudenten Richtung jüdischer Studenten, dass man sie töten wolle, dass man sie vergewaltigen wolle. Es gab auch Verhaftungen. Also die Unsicherheit wächst, und es gibt an dem einen oder anderen Campus auch schon jetzt Begleitschutz zum Teil für jüdische Studenten. Und viele sagen, ja, ich trage keine israelischen bzw. jüdischen Symbole mehr, wie zum Beispiel den Davidstein an einer Halskette, um mich nicht zu identifizieren, oder die Kippa. Also das Klima auf jeden Fall, das diesbezüglich, das ist deutlich offensichtlich unangenehmer geworden und, wie wir jetzt auch gerade erlebt haben, an diesem Fall deutlich gefährlicher. Michael, vielen Dank für deine erste Einschätzung zu diesem Vorfall.